Hallo ihr Lieben, hier ist Shanti Manu aus der Shanti Manu Handspinnerei mit einer neuen Podcast-Folge. Dies ist Nummer 12. Ich habe viel zu erzählen, aber vorher Intro. Schön, dass ihr wieder da seid oder schön, dass ihr zum ersten Mal eingeschaltet habt, wenn ihr neu beim Shanti Manu Handspinnerei Podcast seid. Ich freue mich riesig, auch wenn das schon das, ich glaube, dritte oder vierte Mal ist, dass ich diesen Podcast aufnehme. Ich muss offen gestehen, es gab diesmal irgendwie ist der Wurm drin. Ich habe vor einer Woche etwa den Podcast schon mal aufgenommen und da hat leider einiges gefehlt und dann hatte ich nicht ausreichend Zeit, um den zu schneiden. Und dann fühlte er sich schon wieder so weit weg an, dass ich beschlossen habe, den Podcast neu zu drehen. Das habe ich getan gestern, einmal ohne Ton und noch einmal, der ist weg. Das passiert, das ist super ärgerlich, gerade bei so größeren Projekten wie dem Podcast, aber es passiert. Und jetzt drehe ich den deswegen nochmal, in der Hoffnung, dass mir die Dateien dieses Mal nicht verloren gehen. Ich hatte einfach Probleme mit meiner Speicherkarte, aber das nur am Rande und als Erklärung. Das ist auch gar nicht so schlimm, weil der Podcast letzten Monat, ich drehe eigentlich so ungefähr alle 4 Wochen, auch so ein bisschen verschoben war und wir dann wieder in einem 4-Wochen-Rhythmus sind. Für all diejenigen unter euch, die so gar nicht wissen, worum es geht, in diesem Podcast geht es ums Spinnen, um Wolle, ums Stricken, ums Weben, um alle möglichen faserigen Themen. Ich zeige euch, woran ich arbeite. Es gibt dieses Mal auch eine kleine Verlosung. Ich möchte mit euch über die Frage sprechen, wie wir mit der Fülle und Masse unserer kreativen Ideen umgehen oder wie ihr damit umgeht und wie ich damit umgehe. Das heißt, es gibt eine Menge, was ich mit euch besprechen möchte und ich würde sagen, wir legen einfach direkt los. Anfangen möchte ich mit einer Verlosung. Jeden Monat, dieses Jahr erstmalig, verlose ich für das große Spinnen in meiner Ravelry-Gruppe einen Preis zur Motivation. Was ist das große Spinnen? Es ist eine ganzjährige oder durchlaufende Aktion, in der wir uns gegenseitig motivieren, etwas aus unseren handgesponnenen Garnen zu machen. Die genauen Regeln könnt ihr in der Gruppe nachlesen. Alle Links zu allem, was ich erzähle, findet ihr unten in der Beschreibung und in meinem Blog unter www.shantimanu.de. Und um das Ganze noch ein bisschen attraktiver zu machen, verlose ich Preise unter allen Postings, die Fortschritte oder fertige Projekte zeigen innerhalb dieses Threads. Diesen Monat habe ich es mir ein bisschen leichter gemacht als im Monat davor. Erst einmal zeige ich euch aber, was es zu gewinnen gibt diesen Monat, nämlich diesen wunderbaren Kammzug. Ich bin tatsächlich ausnahmsweise in meinen eigenen Stash eingetaucht und da hat dieser kleine Kammzug endlich zu mir gesprochen. Der hat nämlich vorher nie zu mir gesprochen, deswegen habe ich ihn noch nicht selber versponnen. Obwohl ich die Farben eigentlich echt schön finde und die kommen hier auch ziemlich realistisch zur Geltung. Das ist ein Kammzug aus 85% Merino-Wolle und 15% Leinen. Ziemlich gut durchgemischt, finde ich. Also anders als bei dem Projekt, über das ich später nochmal spreche. Und der ist von Wollreinheit aus Neues. Diesen wunderbaren Kammzug habe ich also tatsächlich schon letzte Woche, bevor ich den Podcast das erste Mal gedreht habe, ausgelost. Und zwar zwischen den Postings Nummer 1408 und 2082. Das waren die Postings zwischen dem letzten Podcast und beziehungsweise der letzten Auslosung und der Auslosung letzte Woche. Und ich habe tatsächlich es einfach so gemacht, dass ich diese Zahlen in den Zufallsgenerator eingegeben habe und dann jeweils bei den Nummern, die ihr mir ausgespuckt habt, geguckt habe, ob das ein Post ist, was für einen Gewinn in Frage kommt. Das Ganze musste ich auch nur 7-mal machen, bis ich dann auf Post 1524 gestoßen bin und der ist auf Seite 61 zu finden und gewonnen hat Zuse.
Zuse spinnt ein Alpaka-Garn für ein größeres Projekt, das sie mit Ostereierfarben gefärbt hat. Also die Fasern hat sie mit Ostereierfarben gefärbt und zu Rolex kandiert. Das sieht sehr interessant aus. Ich bin sehr gespannt, was daraus noch wird. Ich bin auch wieder ein paar Seiten im Verzug, das heißt, vielleicht ist das Garn auch schon weiterverarbeitet, da muss ich mal nachgucken. Aber liebe Zuse, herzlichen Glückwunsch, du bekommst diesen Kammzug. Ich hoffe, er gefällt dir. Ich glaube, er passt ganz gut in dein Farbschema. Und dafür brauche ich natürlich nur noch deine Adresse, dann schicke ich dir den zu. Oh, ich liebe Verlosungen, ich finde es toll, was zu verschenken und ich finde diese Aktion toll, weil wir uns einfach so viel gegenseitig motivieren, auch wirklich an großen Sachen zu arbeiten. Es werden unheimlich viele Jacken und Pullis und so weiter gestrickt, selbst ohne die Preise in den letzten 2 Jahren, ich glaube, das ist schon das 3. Jahr, in dem das läuft, macht es einfach was mit den Menschen und das finde ich ganz, ganz großartig. Ansonsten, wenn ich immer mal so kurz aus dem Nähkästchen plaudere, in den letzten 4 Wochen ist eine Menge passiert. Ich war in Fürstenzell und habe dort unterrichtet. Das hat riesigen Spaß gemacht. Es war ein ganz, ganz tolles Kurswochenende mit echt motivierten Teilnehmern und sehr viel interessanten Ergebnissen, mit denen ich so nicht gerechnet habe. Ich finde es unheimlich spannend, jedes Mal in jedem Kurs wieder zu erleben, wie sich der Tag einfach entwickelt, auch mit den Menschen, die da sitzen, mit den unterschiedlichen Interessen. Ist jeder Kurs einfach anders. Ich habe in dem Fall am Samstag einen Kämm- und Kadierkurs unterrichtet. Wir haben mit unterschiedlichen, wir haben erstmal mit Rohwolle gearbeitet, wir haben mit unterschiedlichen Fasern gearbeitet und Farben gemischt. Und das ist auch immer einfach sehr spannend, wo da die Interessen liegen und was dabei tatsächlich dann rauskommt. Das ist einfach nicht jedes Mal gleich. Nicht alle Gruppen machen immer das Gleiche. Und ich habe manchmal ein bisschen ein schlechtes Gewissen, wenn die Leute aus dem Kurs rausgehen und sagen, oh, ich brauche unbedingt Handkarten oder oh, ich brauche unbedingt Wollkämme. Das schreibe ich mir dann an meine Fahne, weil ich natürlich auch es vertrete und sage, Handkarten sind super toll, Kadiergerät. Aber die Möglichkeit, einfach verschiedene Sachen auszuprobieren und erst dann zu entscheiden, dass man tatsächlich das oder das haben möchte, ist ja auch super. Von daher, da bin ich natürlich auch ein bisschen froh drum, dass ich die gebe und nicht die Menschen rumlaufen und sich alles kaufen müssen, um dann festzustellen, dass es vielleicht gar nicht ihrs ist. Am Sonntag habe ich einen Kurs Farbenspinnen unterrichtet und auch das war super spannend und echt inspirativ auch für mich. Ich finde das immer großartig zu sehen, wie welche Ideen andere entwickeln und komme dann selber auch immer wieder auf neue Ideen. Das finde ich total cool. Und bin auch selber nach Kursen immer noch mal motivierter, wieder andere Sachen zu machen oder neue Ideen zu entwickeln. Und das finde ich immer ganz interessant, so dass ich mich auch von den Teilnehmern anstecken lasse. Also das heißt, ich stecke nicht nur die Teilnehmer an, sondern das funktioniert in beide Richtungen. Das ist mit ein Grund, warum ich so gerne unterrichte. Und danke ganz herzlich an Tina, die mir geholfen hat, diesen Kurs zu organisieren. Das haben wir jetzt schon zum 2. Mal gemacht. Vielleicht machen wir es nächstes Jahr auch nochmal. Den Raum zur Verfügung gestellt hat, fürs Mittagessen gesorgt hat und mir einfach immer zur Seite stand, Kaffee gemacht hat und so weiter. Ganz, ganz, ganz lieben Dank. Das war ganz toll. Und ja, wie gesagt, eventuell findet das nächstes Jahr nochmal statt. An der Stelle, falls ihr Interesse habt, in eurem Raum, also regional, in eurer Region, einen Kurs zu organisieren mit mir zusammen, meldet euch gerne bei mir. Allerdings, solltet ihr aus Bayern kommen, dann erstmal nicht. Ich habe schon 3 Anfragen für Kurse, die nächstes Jahr wahrscheinlich stattfinden in Bayern. Und erstens ist irgendwann so ein bisschen das Einzugsgebiet gesättigt, wenn man so will. Zweitens möchte ich ja auch noch in andere Ecken von Deutschland, zum Beispiel vor allem in den Norden, weil der dieses Jahr so ein bisschen auf der Strecke geblieben ist. Und das bedeutet, dass ich natürlich versuche, auch in anderen Ecken von Deutschland Räume zu finden, mögliche Kurse zu organisieren und nicht nur in einer Region. Ne? Auch wenn ich super gerne dahin komme und es natürlich toll finde, wenn sich so viele von euch bei mir melden. Ich hatte jetzt, ich glaube, in den letzten 2-3 Wochen 2-3 Anfragen, die ich dann abgesagt habe, weil ich gesagt habe, nee, ich kann nur jeden Monat nur einmal fahren und ich kann nicht irgendwie die Hälfte des Jahres in Bayern verbringen. Das wäre
Das wäre sehr schade, weil es doch noch so viele andere Ecken gibt, in denen begeisterte Spinnerinnen und Spinner sitzen, die auch gerne einen Kurs mit mir organisieren würden. Okay, also hab Verständnis dafür. Das fände ich ganz toll. Ich verlinke euch auch nochmal meine Infoseite für Orga-Helfer. Da steht eigentlich alles drin, was ihr wissen müsst, wenn ihr einen Kurs mit mir zusammen organisieren möchtet. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich habe jetzt ein volles Kursjahr, auf das ich mich sehr freue, und nächstes Jahr wird das hoffentlich genauso sein. Es sind auch noch ein paar neue Kurse online, wobei die auch echt schnell gebucht werden im Moment. Das heißt, ich garantiere nicht, dass zu dem Zeitpunkt, zu dem ihr das seht, überall noch Plätze frei sind. Es ist noch Neustrelitz dazugekommen, Melchingen in Baden-Württemberg. Die Handspinngilde hat ihre Kurse jetzt schon online für das große Treffen der Handspinngilde. Die sind aber zumindest zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht buchbar, aber man kann sich das Programm schon anschauen und da gebe ich auch 2, 3 Kurse. Sind bestimmt noch andere dazugekommen. Ich komme auch noch mal dieses Jahr noch mal nach Bayern, nach Zwiesel. Der Kurs ist aber noch nicht online zum Beispiel. Und im Münsterland gebe ich auch noch einen Kurs, der noch nicht ausgeschrieben ist. Und für solche Kurse freue ich mich immer, wenn Menschen aus der Ecke, die gerne an den Kursen teilnehmen würden, mir schreiben, was für Kurse sie gerne machen würden. Das hilft mir ein bisschen auszuwählen. Also da meldet euch gerne bei mir. Ich setze euch dann auch auf eine Vormerkliste, damit ihr direkt einfach Bescheid wisst, wenn der Kurs online geht. Und ich bin immer dankbar für Input, weil ich sonst manchmal da sitze und denke, welche meiner Kurse mache ich denn jetzt? Weil ich ja dann doch eingeschränkt Zeit habe. Ich kann ja nicht 5 Tage lang da alle meine Kurse geben, so, auch wenn ich gerne würde. Aber das funktioniert einfach familienorganisatorisch auch gar nicht. Dann habe ich seit dem letzten Podcast 2 Videos veröffentlicht, die ich beide sehr gerne mag. Hundefasern zum einen, sehr interessantes Thema, offensichtlich, so nachdem ich die Kommentare gelesen habe, auch relativ kontrovers, aber ja, Hundefasern sind eben auch nicht alle gleich. Es gibt unterschiedliche Hunde, die einen filzen vielleicht mehr, die anderen weniger. Und ich habe etwas nicht ganz so Schlaues gesagt, wenn man so möchte, nämlich, dass ich mit Hundegarn nicht weben würde. Das heißt aber nicht, dass man nicht mit Hundegarn weben kann. Also wenn ihr gerne mit Hundegarn weben möchtet, dann probiert es einfach aus. Alles, was ich sage, sollte hinterfragt werden. Grundsätzlich alles, was jeder sagt, sollte hinterfragt werden. Und meine Idee, wenn ich solche Videos mache, ist ja, euch Möglichkeiten zu geben, euch Möglichkeiten an die Hand zu geben und eure Kreativität anzuregen und euch zu motivieren, selber zu experimentieren und Neues auszuprobieren und Dinge anders zu machen. Also seid ihr natürlich herzlich aufgerufen, auch mit Hundegarn zu weben. Und ich würde mich freuen, solche Ergebnisse zu sehen. Wenn ihr, und ich bin immer froh, auch über so kontroverse Kommentare, versteht mich nicht falsch. Also was heißt kontrovers? Widersprechende, wenn man so will. Also das ist überhaupt gar kein Ding. Ich finde, solange man so einen gewissen freundlichen Ton hat, ist das alles überhaupt gar kein Problem. Natürlich gibt es auch manchmal Kommentare unter Videos, die irgendwie sagen, hä, du bist ja doof. Das ist dann nicht, das finde ich dann auch nicht so cool, seltsamerweise. Aber solange wir in einer Konversation sind, ist das ja alles prima. Und da bin ich ja auch um alle Erfahrungen dankbar. Ich lerne ja genauso von euch, wie ihr von mir lernt. Und ich hoffe, dass ihr von mir etwas lernt. Und dementsprechend, ne, bleibt dran, und wenn ihr irgendwas habt, was ihr teilen möchtet, auch, ne, mit der Community im Prinzip, dann schreibt Kommentare bei Ravelry im Blog, auf YouTube, und ich bekomme auch häufig E-Mails. Das fand ich dann manchmal ein bisschen schade, weil erstens habe ich nicht immer Zeit, alle E-Mails zu beantworten, gerade wenn es nur so Info-Input ist, weil ich einfach zu viel Zeit brauche, um andere E-Mails zu beantworten, und zum anderen sind dann, je nachdem, da Bilder oder interessante Infos drin, die natürlich für viele andere auch interessant wären, die aber dann nur ich in dem Moment lesen kann. Mir ist allerdings klar, dass man zum Beispiel im Blog und auf YouTube keine Bilder oder sowas teilen kann, das heißt, das schränkt das Ganze natürlich ein bisschen ein, ne? Zweischneidiges Schwert. Aber grundsätzlich, ich bin unheimlich dankbar für euer Feedback, und das gleiche gilt für das andere Video, was ich veröffentlicht habe, nämlich Körperbindung auf dem Webrahmen. Ein Video, auf das ich ein bisschen sehr stolz bin, einfach weil ich
Vielleicht gibt es jemanden, der das vorher schon rausgefunden hat, wie das funktioniert, eine gleichseitige 2-2er-Körperbindung auf dem Webrahmen zu machen. Ich habe in den letzten 3 Jahren keine Anleitung dafür gefunden, habe extrem lange daran getüftelt, obwohl es eigentlich dann sehr simpel ist, wenn man es raus hat. Und darüber habe ich ein Video gemacht, das ich euch letzte Woche präsentiert habe und das mich einfach sehr glücklich macht. Und mich macht gerade einfach auch diese Körperbindung auf dem Webrahmen glücklich und mich macht mein Webrahmen glücklich. Und deswegen zeige ich euch auch gleich noch, was ich in der letzten Woche, also diese Woche noch so auf dem Webrahmen gemacht habe. Genau, das waren die Videos. Die nächsten Videos, die anstehen, sind das Hahnentrittmuster, auch auf dem Webrahmen. Jetzt werden erstmal einfach noch so ein paar Webrahmen-Videos kommen. Webstuhl kommt auch noch. Aber erstmal bleibe ich jetzt noch so ein bisschen am Webrahmen, weil die Nachfrage, habe ich den Eindruck, dafür auch da ist. Und der möchte ich natürlich auch nachkommen. Und mein Webstuhl muss ich eh erstmal wieder reparieren. Ich weiß nicht, ob ihr seht, dass die Schäfte alle so ein bisschen, naja, meine Tochter war da dran und hat das so, egal. Nichts, was man nicht wieder reparieren könnte. Und dann wird es noch ein Video geben über High-Twist-Garne. Für beide mache ich gerade noch Vorbereitungen und Proben und so weiter. Das ist auch der Grund dafür, dass die nicht mehr diesen Monat erscheinen werden, also keines von beiden. Und da ich dann noch so ein bisschen Ferien mache, um Ostern herum und nach Ostern, wohlverdient, erscheinen die wahrscheinlich erst nach der nächsten Podcast-Folge im April. Voraussichtlich. Sofern ich nicht irgendwie einen Flash kriege nächste Woche und irgendwie alles auf einmal mache. Was ich gerade nicht glaube. Was so ein bisschen daran liegt, dass hier die Hölle los ist. Nein, Hölle ist ein böses Wort. Aber kennt ihr das? Wenn manchmal irgendwie ganz, ganz viele Kleinigkeiten zusammenkommen und man das Gefühl hat, man merkt es aber nicht und man hat das Gefühl, dass man irgendwie super gestresst ist und keine Zeit für gar nichts hat und nichts fertig bekommt und alles nur, immer nur irgendwas zu tun hat, bis man sich die Sachen dann wirklich mal aufzählt. An dem Punkt muss man erstmal kommen. Und dann denkt, klar, natürlich. Das ist, zum Glück haben Lisa und ich da mittlerweile so eine gemeinsame Technik, in der wir uns irgendwann tatsächlich mal hinsetzen und sagen so, das. Und dann uns bewusst wird, gar kein Wunder, dass wir irgendwie angespannt sind oder so. Also es ist halt gerade einfach so eine Menge, auch so private, so Kleinkram. Wir brauchen ein neues Auto und dann wir beschäftigen uns gerade mit der Adoption von Liam. Also Adoption bedeutet, ich muss Liam noch adoptieren, ich habe ihn ja nicht geboren und das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wenn ihr also in ganz normalen Hetero-Beziehungen, Familien mit Kindern seid, was das für ein Akt ist. So klein kann und dann ist noch irgendwas hier in der Familie und da und Schule und Klassenarbeiten. Klassenarbeitsmarathon irgendwie in den letzten Wochen bei den Großen. Tuck, 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 tuck und auf einmal platzt einem der Kopf. Zum Glück ist er noch nicht geplatzt, sonst würde ich hier nicht sitzen. Aber auch nur, weil sich bewusst machen und reflektiert damit umgehen hilft. Das ist der einzige Grund. Und die Aussicht darauf, dass Ferien sind, entspannt mich auch sehr. Und dass wir irgendwie Urlaub machen, wir wissen noch nicht, ob wir wegfahren. Mal gucken. Aber auch das gibt mir sehr viel Zuversicht. Auch ein wichtiger Punkt, wo wir gerade eben über die Hundefasern gesprochen haben und im Zuge dessen übers Faserlexikon. Und zwar Folgendes, das möchte ich einfach auch noch an der Stelle noch mal gerade raus in die Welt schießen. Ich habe hier massenhaft Fasern fürs Faserlexikon. Ungefähr 20 verschiedene Wollrassen, glaube ich. Und ich bekomme laufend immer wieder Angebote von euch Zuschauern und mir Fasern zur Verfügung zu stellen für das Faserlexikon. Aber ich habe ja keinen großen eigenen Stash. Also ich habe wirklich nur, ich habe eine Kiste so in der Größe ungefähr. Ja, also wirklich nicht viel. Das sind die Fasern, die mein Vorrat sind. Trotzdem platzt dieses Atelier bald aus allen Nähten, weil ich kistenweise Kursmaterial habe. Das könnt ihr hier vielleicht so ein bisschen sehen. Diese ganzen Kisten sind alle nur Kursmaterial. Ja? Und dann habe ich nochmal so einen Turm wie diesen, den ich euch gerade gezeigt habe. Und ich schiebe das wieder so ein bisschen rüber, dann ist der Ausschnitt schöner. Der nur Faserlexikon ist.
Und mehr schaffe ich einfach nicht. Mehr kann ich einfach nicht aufbewahren, zumal es noch ein bisschen dauern wird, bis ich am Faserlexikon weiterarbeite, weil ich einfach so ein bisschen darauf warte, dass es ein bisschen wärmer wird und ich leichter Wolle waschen kann und trocknen kann in mehreren nah aneinander liegenden Etappen, so dass ich da weiterkomme. Aber solange ich nicht weitergekommen bin, nehme ich erstmal keine neuen Fasern mehr an. Also wenn ihr was habt, ganz lieben, lieben Dank. Ich finde es toll, dass ihr an mich denkt und ich finde es toll, dass ihr mithelfen wollt, dieses Faserlexikon weiterzuführen. Aber erstmal nicht. Demnächst vielleicht wieder, in einem halben Jahr oder so. Aber jetzt gerade brauche ich erstmal keine weiteren Fasern oder kann sie auch gar nicht beherbergen. Spinnprojekte. Meine Spinnprojekte umfassten in den letzten Wochen unter anderem, wie könnte es anders sein, Hundewolle. Nein, ernsthaft, ich habe eine große Kiste bekommen mit Akito-Fasern und dem Wunsch des Kunden, diese zu verspinnen. Und dafür habe ich jetzt erstmal zwei Proben angelegt. Und zwar zum einen diese zweifädige Probe, die mir eigentlich von der Struktur her echt gut gefällt. Und auch das Gefühl von dem Garn gefällt mir sehr gut. Wobei die tatsächlich noch nicht gewaschen ist. Und dann habe ich dieses dreifädige Garn, das mir auch ganz gut gefällt, interessanterweise, aber gerade im Moment nicht so gut wie das zweifädige Garn. Vielleicht kriegen wir das auch noch scharf, mal gucken. Aber ihr habt auf jeden Fall einen Eindruck. Die beiden sind, wie gesagt, noch nicht gebadet. Das werde ich jetzt noch machen am Wochenende und dann dem Kunden nochmal ein Feedback geben und schauen, wie wir weiter verfahren. Denn leider braucht die Vorbereitung der Fasern auch recht lange. Und da muss ich, weiß nicht, wie viele von euch schon mal gegen Geld gesponnen haben, meine Preise nochmal so ein bisschen überdenken. Einfach, weil die Fasern auch definitiv gewaschen werden müssen, weil sie sehr, sehr staubig sind und auch nicht ganz so leicht zu kardieren sind, wie zum Beispiel die Fasern, die ich in einem Hundewoll-Video gezeigt habe, weil die sehr ungleichmäßig lang sind und sehr ungleichmäßig in sich sind. Das heißt, das ist etwas, womit ich mich dann nochmal in Ruhe auseinandersetzen muss. Nachdem ich dann mit diesen Akito-Fasern fertig war, konnte ich an meinem privaten Summerfield-Projekt weiterarbeiten. Summerfield deswegen, weil die Kammzüge, die ich bei Fräulein Riechfein gekauft habe, so hießen. Und zwar hatte ich drei Kammzüge, die ungefähr jeweils 100 Gramm hatten. Einer aus Merino und Tencel, einer aus Merino Leinen und Tussa-Seide und einer aus Merino Banane und Tussa-Seide. All diese Fasern oder all diese Kammzüge habe ich auseinandergerupft und nach Farben sortiert, sodass ich in jeder Farbe alle Fasern hatte und bin erstmal fast verrückt geworden, weil ich das Ganze versucht habe, aus der Falte in einem langen Auszug zu spinnen und ich ständig so Leinen, so verklebte Leinenstückchen in der Hand hatte, die sich natürlich nicht so schön aus der Falte im langen Auszug spinnen ließen, sondern so. Das hatte ich auch im letzten Podcast erzählt und ich fand das ganz interessant. Ich habe sehr zweigeteiltes Feedback bekommen. Die einen hatten gesagt, durch. Die anderen haben gesagt, nee, kardier es doch, weil ich gesagt hatte, also das als Möglichkeit in den Raum gestellt hatte, dass ich die Fasern einfach durchkardiere und dann die Hoffnung habe, dass sich das besser vermischt und dadurch leichter zu spinnen ist. Tatsächlich habe ich das nicht getan, weil ich nicht in Kauf nehmen wollte, dass das Garn dadurch so viel anders wird, auch farblich einfach. Deswegen habe ich das nicht gemacht und ich muss sagen, ich wurde dafür belohnt, dass ich das nicht gemacht habe, denn in den letzten Faserstücken, Faserbeuteln, die ich hatte, war tatsächlich der Leinenanteil so viel geringer, dass es mir nicht mehr ganz so auf den Keks gegangen ist und ich wirklich gut durch den Rest durchgekommen bin. Also manchmal hilft tatsächlich auch Augen zu und durch. Tatsächlich habe ich aber dann auch in einem eher kurzen Auszug gesponnen und nicht aus der Falte. Das hat natürlich den Faden ein bisschen verändert, aber ich habe mich bemüht, in so einer, ja, in ähnlichen Fadenstruktur zu bleiben und nicht ganz strikt im kurzen Auszug zu spinnen, sondern so ein bisschen Drall durchzulassen und so. Während ich im langen Auszug auch mit relativ viel Drall sehr eng gesponnen habe.
Und von daher funktioniert das, glaube ich. Ich hatte also, habe schon diese paar Spulen voll, dann habe ich noch diese beiden. Und hier bei dem könnt ihr sehen, da ist auch relativ viel von dem Leinen drin, wenn er das denn dann mal fokussiert, genau. Und das gefällt mir also bisher sehr, sehr, sehr gut. Doch, muss ich sagen, ich habe auch einen Teil schon verzwirnt. Die Singles hatten etwa 30 WPI. Dabei bin ich ja auch geblieben, trotz des kurzen Auszugs. Ich musste mich dann halt so ein bisschen umstellen. Und das fertige Garn habe ich dann dreifach verzwirnt, beziehungsweise Navajo-Ketten verzwirnt, wie auch immer. Und habe dann ein WPI von ungefähr 17, zumindest jetzt so im ungebadeten Zustand. Und das ist eine Spinne, die jetzt gerade fertig ist. Dann habe ich hier noch so eine Spule voll. Habe ein Knäuel. Ich habe hier verschiedenste Aufbewahrungsmethoden und habe zwei fertige Stränge. Und ihr seht schon diese ganzen unterschiedlichen Farben. Und ich muss sagen, nachdem ich mich mit der ganzen Geschichte so ein bisschen abgefunden hatte und einfach weitergemacht habe, konnte ich mich auch endlich über die Farben freuen und über diesen Glanz. Ich weiß nicht, ob man das so ein bisschen erkennen kann, dass durch die ganze Seide und das Tänze und so glänzt das auch alles so schön. Und da muss ich sagen, jetzt so langsam fängt dieses Projekt an, mich wirklich glücklich zu machen und mir was zu geben. Und das finde ich sehr schön. Dafür bin ich extrem dankbar, weil das kann ich gerade auch gut gebrauchen. Da so soll es ja auch sein. Diese kleinen Spulen habe ich diese letzte Woche schon mal auf Instagram und auf Facebook gezeigt und bin hin und wieder danach gefragt worden. Das sind tatsächlich Webspulen, also Schiffchen, Spulen für Schiffchen, in dem Fall von Ashford, die ich ganz gerne verwende, um handgesponnene Fäden aufzubewahren, weil ich nicht unbedingt für jedes Projekt ausreichend Spindeln habe, um den Faden einfach nur auf der Spindel zu parken und die Spindel zu nehmen, sondern irgendwann welche wieder freimachen muss, um weiterarbeiten zu können. Und ich mache es gerade bei so großen Projekten ganz gerne so, dass ich wirklich erst alles spinne und dann erst anfange zu verzwirnen. Also nicht zwei Spindeln voll spinnen, verzwirnen, wieder spinnen, weil ich einfach die Erfahrung gemacht habe, dass mein Faden dann gleichmäßiger ist. Deswegen parke ich das eben auf diesen kleinen Spulen. Super, super praktisch. Das Einzige, was nicht praktisch ist an der Methode, ist, dass die Wickler für diese Spulen außerordentlich teuer sind. Warum das so ist, das habe ich noch nicht verstanden. Die gibt es aus Metall und aus Holz. Meiner hängt, den könnt ihr wahrscheinlich gerade nicht so sehen, der ist da an dem Webstuhl angebracht. Und meinen habe ich ein Jahr lang auf eBay gesucht. Also ich habe wirklich alle paar Tage immer mal wieder nach so einem Spulenwickler gesucht und habe den dann für 20 Euro geschossen. Aber ne, das hat halt auch echt gedauert und dafür braucht man dann schon ein bisschen Geduld und Durchhaltevermögen. Das habe ich aufgebracht, habe jetzt so einen und dann benutze ich das ganz gerne, aber das ist halt wirklich ja, eine Möglichkeit, die ganz praktisch ist, aber eigentlich nur sinnvoll, wenn man günstig an so einen Wickler kommt. Oder man mit der Hand wickelt, aber ich finde, dann kann man auch einen Wollwickler nehmen. Ich habe tatsächlich auch ein Stück davon schon mal gemessen. Wo habe ich denn jetzt meine kleine Probe? Ich habe 1 Gramm abgewogen und habe das gemessen. Das sind 2,20 Meter. Ich bin halt jetzt super gespannt, aus mehreren Gründen. Auf 100 Gramm ergäbe das 220 Meter. Jetzt ist das noch nicht gebadet und ich bin gespannt, wie sich die Lauflänge von den ganzen Garnen verändern wird nach dem Baden. Denn Garne verändern sich immer nach dem Baden, aber wir haben hier jetzt insgesamt 5 verschiedene Fasern, die in diesem Garn drin stecken. Das hat einen Einfluss. Und dann habe ich natürlich noch 2 verschiedene Spinnarten, die auch definitiv einen Einfluss haben auf die Lauflänge. Das heißt, ich habe die, die ich im langen Auszug gesponnen habe und die, die ich im kurzen Auszug gesponnen habe. Und selbst wenn die sich optisch vielleicht nicht so krass unterscheiden, auch aufgrund der Fasern und so, dann könnte es trotzdem sehr gut sein, dass sich das Ganze später in der Lauflänge unterscheidet. Und da bin ich sehr gespannt drauf und warte einfach mal ab. Halte euch natürlich hier im Podcast auf dem Laufenden und freue mich dann aber, wenn das Garn fertig ist und ich zusammen mit dem Garn, was da in der Mitte hängt, dieses blau-grüne, hoffentlich schon genug zusammen habe, um einen Stoff für einen Pullover oder Sweater, man nennt das glaube ich nur Pullover, wenn es gestrickt ist, oder? Daraus zu machen.
Da freue ich mich sehr drauf und ich hoffe, dass ich dann schon genug zusammen habe. Ich rechne das aber erst aus, wenn das Garn jetzt auch fertig ist und ich dann auch eine Länge habe. Und dann werde ich einfach mal rechnen und gucken, weil vorher habe ich mich jetzt noch gar nicht damit auseinandergesetzt, wie viel Stoff ich tatsächlich brauche und so. Das werde ich dann machen und da bin ich sehr gespannt drauf und freue mich jetzt schon. Ich kann mir den Pullover jetzt schon so gut vorstellen. Wobei ich gestern einen neuen Pullover, also ein neues Sweater bekommen habe, der einen ganz anderen Schnitt hat als das, was ich ursprünglich geplant habe und gedacht habe, ob ich den Schnitt vielleicht kopiere. Mal schauen. Egal wie er wird, ich freue mich drauf. Aus handgesponnenen Garn sollte man auch stricken, spinnen, weben, häkeln. Nee, spinnen habe ich. Stricken, häkeln, weben, klöppeln, Makramee. Ich stricke oder webe. Und ich habe gestrickt. Ich habe eine Menge gestrickt und ich habe was fertig. Oh, yay. Das war ja kaum zu glauben, weil im Moment arbeite ich ja die ganze Zeit nur an Pullovern. Und das ist ja alles irgendwie eine sehr langatmige Geschichte im Moment, weil ich hatte einen Pullover angefangen, den Blaufuchs von Mona, den habe ich euch schon mal gezeigt. Der liegt im Moment auf Eis, weil ich Garn dafür nachspinnen musste und ich ja projektmonogam bin, nicht ohne Grund. Und einfach ich erstmal was anderes dann brauchte zum Stricken und mein Plan war, das auch erstmal fertig zu machen, bevor ich wieder zurück zu dem Blaufuchs gehe. Nun hat es mich dann aber irgendwann geritten, weil der Pullover, an dem ich jetzt gerade arbeite, den ich euch gleich zeige, auch so ein bisschen länger braucht. Obwohl, eigentlich geht es schnell. Aber ich musste mal irgendwas in der Hand haben, was fertig ist. Man unterscheidet ja in der Strick- und Spinnenwelt zwischen so Prozessmenschen und Ergebnismenschen. Und ich bin von beidem ein bisschen. Ich genieße den Prozess, ich brauche den Prozess. Ich mache nicht nur, um etwas zu haben. Aber ich bin auch ein Ergebnismensch insofern, als dass ich zwischendurch schon mal irgendwas haben muss. Sonst werde ich frustriert. Okay? Das heißt, ich war an diesem Punkt, an dem ich sagte, ich muss jetzt mal irgendwas Kleines machen, um einfach irgendwas fertig zu haben. Und ich habe festgestellt, dass ich eigentlich sehr gerne Leggings trage. Ich trage nie Leggings, weil ich eigentlich kaum Kleidungsstücke habe, die über den oberen Teil der Leggings hinausragen und so den Teil um meinen Popo herum bedecken. Denn das brauche ich, wenn ich Leggings trage. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich muss das haben. Das heißt, ich muss entweder wirklich ein langes Shirt oder ein kurzes Kleid oder einen Rock oder sowas anhaben. Ich habe aber keine Röcke. Also ich habe einen Rock, einen langen Rock, den ich so gut wie nie trage, weil er mir zu kurz ist, weil lange Röcke müssen bei mir wirklich bis zum Boden gehen, sonst trage ich sie nicht gerne. Also habe ich mir gedacht, ich brauche einen Rock. Und ich hatte den Lane-Splitter direkt im Kopf, weil den haben ja schon ganz viele Stricker gestrickt und ich wusste, der geht einfach und der geht schnell und ich muss keine Maschenprobe machen und irgendwas messen und sondern einfach so, zack, anschlagen und gut ist. Habe ich gemacht. Sieht fertig so aus. Und ich bin extrem glücklich. Das Garn dafür ist aus Beds von nochmal Fräulein Riechfein entstanden. Das ist purer Zufall, dass das gerade so ist. Ich spinne auch Fasern von anderen. Diese Beds waren nach mir benannt. Die hießen Frau Müller und bestanden aus 80% Shetland, 15% Merino und 5% so Silk Noils und so ein bisschen Glitter. Und ich finde, die Silk Noils sind sehr schön, kommen zur Geltung, aber sind überhaupt nicht auftragend in diesem Fall. Hier auf der anderen Seite, mal schauen, ob ihr es sehen könnt, da so ein bisschen mehr von diesen orange-gelben Flecken und so weiter. Aber so insgesamt gibt das dem Ganzen einfach nur so ein bisschen Lebendigkeit. Und das finde ich total schön. Das genieße ich sehr an diesem Rock. Und ich finde auch, dass das Garn überhaupt in diesem Rock wunderbar zur Geltung kommt. Ich hatte ungefähr 262 Gramm, hatte eine Lauflänge von ungefähr 190 Meter auf 100 Gramm. Also jetzt nicht dünn, ne, sondern so Mittelmaß. Das Garn hatte 13 WPI, wenn euch das hilft, das besser einzuschätzen. Oder in Nadelstärken ungefähr 3,75 bis 4. Ich hatte das gemessen, indem ich das Garn einfach doppelt gelegt und durch ein Nadelmaß geführt hatte. Und da passten ungefähr so die Löcher für 3,75 und 4.
Ich habe mich dann für eine Nadelstärke von 3,25, Entschuldigung, entschieden, weil ich ja sehr locker stricke und aber gerne eine festere Struktur haben wollte. Die Anleitung ist eine kostenlose, das heißt, die konnte ich mir dann einfach bei knitty.com runterladen und ich verlinke euch das auch nochmal in den Shownotes. Ihr findet die auch auf Ravelry. Ist tatsächlich super easy, sehr schnell gestrickt. Ich habe das Ganze dann wirklich so in so vier Tagen, glaube ich, runtergerissen. Und hatte nur noch 6 Gramm übrig. Das heißt, ich habe das Garn wirklich so gut wie komplett aufgebraucht. Das hat mich sehr glücklich gemacht. Zumal ich hier oben, ich hätte die 6 Gramm auch noch verbrauchen können, wenn ich das Bündchen noch einen Ticken höher gemacht hätte. Dann hätte ich das wirklich komplett weggehabt. Das Bündchen hätte ich allerdings eine Nadelstärke kleiner machen können, weil das ist mir doch sehr lose geworden. Mein Gedanke ist jetzt einfach noch einen Gummi einzunähen, um das noch einen Ticken gespannter zu machen. Aber das stört mich erstmal gar nicht. Das werde ich einfach machen und dann ist gut. Ich bin sehr glücklich. Ich habe was fertig. Ich habe einen Rock. Ich kann Leggings tragen und er ist schön warm. Und er passt super zu meiner Shetland-Jacke, was dazu führt, dass ich ein tolles Shetland-Outfit habe, weil der Rock ja auch zum größten Teil aus Shetland-Wolle ist. Also, ich bin super, super glücklich. Tolles Projekt. Und jetzt kann ich entspannt wieder weiter an meinem Pullover arbeiten. Und wie man sehen kann, habe ich das sogar ziemlich erfolgreich schon getan. Ich habe den Oberkörper, also den Körper im Prinzip, fertig. Yay! Das ging doch fast schneller, als ich gedacht und geplant hätte, obwohl das Garn ja sehr dünn ist. Zu der Geschichte dieses Garns, das hat nämlich schon einen gewissen Leidensweg hinter sich. Ich hatte einen bunten, großen Kammzug von einer Freundin geschenkt bekommen, handgefärbt, und hatte mir noch einen grauen Kammzug von Filzlinge dazu gekauft, um damit eine Pullovermenge zusammen zu bekommen. Ich dachte, so ein bisschen was brauche ich doch noch dazu. Dann habe ich das alles gesponnen, beziehungsweise ich hatte vorher schon angefangen, den bunten zu spinnen. Und weil ich dachte, ich möchte etwas luftig-fluffiges, habe ich das sehr dünn im kurzen Auszug gesponnen und kam auf knapp 2000 Meter Garn auf meine 360 Gramm bei dem bunten Kammzug. Das heißt, wir reden hier von einer 560 Meter auf 100 Gramm Lauflänge in etwa und 600 Meter um die 600 bei dem grauen. Merino-Wolle ist das, falls ich das noch nicht erwähnt habe. Und das hat sich auch sehr schön spinnen lassen, hat aber natürlich ewig gedauert. Hat das Ganze auch nur zweifach verzwirnt, sodass ich auch nur irgendwie so ein 25 WPI bei beiden Garnen habe. Also wirklich, wirklich, wirklich dünn. Eigentlich mehr so Lace. Hatte dann überlegt, ich mache mir eine schicke Strickjacke daraus. Dafür war das Garn eigentlich viel zu dünn. Und aus noch diversen anderen Gründen, die ich hier jetzt nicht nochmal runterbete, habe ich die ganze Jacke, die fast fertig war, wieder aufgemacht. Dann hatte ich überlegt, ich mache den NASTS daraus von Mona, habe mir einen Wolf gerechnet, um dann zu beschließen, nein, das funktioniert doch nicht. Ich nehme einfach meine Maße, rechne meine Maschenprobe um und stricke in Teilen. Ich habe also erst das Vorderteil von unten nach oben gestrickt, habe hier ein bisschen verkürzte Reihen eingebaut, um hier so ein bisschen Raum zu schaffen, damit der Pullover nicht hochrutscht. Habe nach oben weggestrickt, habe das Stück schon gebadet. Das hintere nicht, wie man sehen kann. Das habe ich nämlich dann auch von unten nach oben gestrickt und habe das gut abgesteckt, dann zusammengenäht, weil ich das hintere ja noch nicht gebadet hatte. Habe ich da versucht, sehr sauber zu arbeiten, damit mir das nicht am Ende Probleme bereitet und damit wirklich alles passt. Ich hätte natürlich das Rückenteil auch erst baden und spannen sollen. Aber hey, jetzt ist der nächste Schritt, die Ärmel anzusetzen. Und ich habe übrigens mit 2,25er Nadeln gestrickt, was schon echt dünn ist, und mich bemüht, sehr fest zu stricken, weil ich, wie gesagt, eine lockere Strickerin bin und mein Strickbild in der Regel eher so ein bisschen lose ist. Ich wollte aber nicht mit noch kleineren Nadeln arbeiten, ne? Ich habe hier mit meinen Higher Sharps gestrickt. Und noch dünner muss einfach nicht sein. Ich weiß auch gar nicht, ob es die noch dünner gibt. In zwei vielleicht, keine Ahnung. Die graue Wolle, sowohl aus dem bunten Kammzug als auch der von Filzlinge, ist hier zusammen in einem Knäuel.
Und daraus wird zum einen das Bündchen. Und dann werde ich die Ärmel von oben einstricken. Dafür muss ich nochmal meine Notizen studieren und das mir nochmal alles Revue passieren lassen im Kopf, was ich im Januar bei dem Kurs von Mona gelernt habe. Dann werden die erstmal auch zum Teil grau. Und dann habe ich hier noch zwei Knäule übrig von dem Garn, das hier den Körper gebildet hat. Und mein Plan ist, die dann unten wiederum anzustricken, sodass ich hier noch einen Teil von der Farbe hier unten habe. Und das wird dann irgendwann auch so dunkler lila. Nicht ganz das gleiche lila wie hier unten, aber trotzdem. Und dann noch so ein bisschen gräulich. Und da denke ich mir, dann kann ich das auch noch so ein bisschen aufbrauchen. Dafür werde ich noch eine gewisse Zeit brauchen hier mit den Ärmeln. Mein Plan ist, die einigermaßen parallel zu stricken, damit das eben dann auch gut passt, die noch dann anzuarbeiten. Aber so ein gutes Stück sollte ich mit denen schon hinkriegen, denke ich. Da bin ich gespannt drauf. Er fühlt sich auf jeden Fall toll an. Er sitzt auch bei mir sehr schön. Der Kragen ist mir ein Ticken eng geworden. Aber das ist natürlich auch ein Nachteil, wenn ich von unten nach oben stricke, weil ich im Abketten einfach eine Niete bin. Und das aber dann auch nicht nochmal aufmachen und irgendwie anders abketten wollte. Und diese elastischen Abkettmethoden, die sehen bei mir immer sehr wellig aus. Ich hatte neulich mal eine geübt, die bei mir besser aussah. Fragt mich jetzt nicht mehr, wie die heißt, sorry. Aber da bin ich auch immer für Tipps dankbar. Aber ich bin halt auch eine Abkettniete. Das weiß ich nicht. Und ich glaube, ich habe manchmal dann so Aha-Momente und die sind dann wieder weg, weil mein Kopf einfach dem nicht genug Bedeutung beimisst. Und deswegen bleibt das irgendwie nicht hängen. Aber ich bin glücklich. Ich freue mich drauf, den zu tragen. Wird auf jeden Fall auch so ein früher Herbstpullover. Einfach dadurch, dass das Garn so dünn ist, kann man den, denke ich, auch noch tragen, wenn es eigentlich schon wieder ein bisschen wärmer wird. Und das Einzige, worauf ich natürlich so ein bisschen achten werde müssen, ist, dass das eine sehr feine Faser ist, Merino. Und ich das Ganze ja auch nicht so super, super fest mit sehr viel Drall gesponnen habe, sodass ich mir vorstellen kann, dass der halt dolle pillen wird. Ne? Das habe ich bei manchen anderen Pullovern schon, obwohl, also bei dem hier habe ich es ganz minimal, das ist Shetlandwolle. Die ist einfach so ein bisschen robuster und fester verdreht und trotzdem pillt es einfach so ein bisschen. Und ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, wenn ich so ein bisschen näher dran gehe. Ne? Bei dem hier wird das einfach 10-mal mehr sein. Steht vollkommen außer Frage. Aber das macht nichts. Das ist ja vielleicht auch gar nicht so der Pulli, den man dann ständig trägt, sondern wenn man hübsch aussehen möchte. Die Farben finde ich auf jeden Fall toll. Und jetzt kommen sie auch so zur Geltung, wie ich mir das gewünscht habe. Auch so ein bisschen so diese Übergänge. Und doch, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich habe auch ein wenig gewebt in den letzten 2 Wochen, aber wirklich nur ein wenig und gar nichts Zielgerichtetes, sondern ich habe mich tatsächlich an den Webstuhl gesetzt und gespielt. Ich finde, man braucht, um kreativ sein zu können, auch Spielzeit. Und die habe ich mir genommen und dieses Tuch, dieses Mustertuch geschaffen, das einfach im Prinzip eine einfache Köperbindung ist und ganz viele Farbspiele, unterschiedliche Garnstärken enthält, Richtungswechsel und wie die sich je nachdem mit unterschiedlichen Farben auswirken. Hier ist es so ein bisschen breiter gestreift und das eine von beiden ist so ein Verlaufsgarn, ne, das von dem Orange hier ein bisschen so in dieses Gelb übergeht. Also von den beiden Schussgarnen. Die Kette ist in so lila-weiß gewesen. Und dann habe ich hier zum Beispiel ein Stück mit so etwas dünneren Streifen. Und man sieht dann halt einfach so die Kontrastfarben immer viel eher als das Lila zum Beispiel, weil das Lila ja auch in der Kette ist und dann so ein bisschen untergeht. Das finde ich ganz interessant. Dann hier mit so verschiedenen Hahntrittmöglichkeiten im Prinzip experimentiert, wenn man so will, weil das Weiß ja auch in der, also Weiß und Lila auch im Schuss und so. Hab hier auch mal ein Singlegarn eingearbeitet, das Grüne in dem Fall. Und ja, so ganz viel einfach rumgespielt. Mein Plan ist, das tatsächlich zu zerschneiden, die Kanten umzunähen und mir als Proben, je nachdem, auch so an die Wand zu hängen oder so, mal schauen. Einfach zur Inspiration.
und so, dass ich davon selber was mitnehmen kann, auch für spätere Projekte. Das Ganze habe ich in der Waschmaschine gewalkt. Man sieht das auch so ein bisschen, das ist sehr, ja, dafür mache ich es nochmal auf, sehr dicht. Das Ganze fühlt sich auch sehr, sehr kuschelig an, obwohl es ein bisschen kratzig ist. Da sind auch ganz viele unterschiedliche Garne drin. Also es ist nicht weich in dem Sinne, dass es hautschmeichlerig ist. Aber es ist trotzdem cool. Ich mag das Gefühl von geweigten Stoffen total gerne. Und das hat großen Spaß gemacht. Also bei aller Produktivität und zielgerichtetem Arbeiten und Messen und so, was ich ja alles super gerne mache, weil ich einfach das auch spannend und interessant finde, braucht es auch Spielzeit, braucht es auch Möglichkeit, einfach Raum und Zeit zu nutzen, um einfach nur zu machen und zu gucken, was dabei rauskommt und daraus was zu lernen und sich weiterzuentwickeln und neue Ideen entwickeln zu können. Genauso habe ich dann auch die Zeit am Webrahmen genossen, den ich mit einer doppelten Kette im Prinzip, nee, mit zwei Ketten im Prinzip aufgezogen habe. Und zwar einmal mit dieser dunkelgelben hier und dann mit der blaugelben, um unterschiedliche Muster innerhalb eines Projekts im Prinzip umsetzen und ausprobieren zu können und testen zu können. Und zwar habe ich Hahntrittmuster ausprobiert, damit ich ein Video darüber machen kann demnächst. Da wollte ich erstmal so ein bisschen experimentieren, habe hier im Prinzip so ein einfaches Leinwandbindungs-Hahntrittmuster, habe hier so verschiedene Streifenmöglichkeiten. Das finde ich auch total interessant und sehr schön. Da werde ich vielleicht auch bei Zeiten nochmal was drüber machen, hier oben auch, dann mit so Karos im Prinzip. Und habe hier ein erstes Hahntritt, richtiges Köper-Hahntrittmuster, was hier wiederum dann so Längsstreifen ergibt, die ganz interessant sind, also mit diesen kleinen Haken dran. Hab das Ganze dann in mehrere Richtungen ausprobiert. Das hier ist das gleiche Muster wie hier, nur in die andere Richtung, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Das habe ich dann noch ein paar Mal ausprobiert. Hab noch andere Leinwandstreifen ausprobiert hier und dann einfach auch mal ja, so kleiner gemusterte Streifen. Und habe dann dieses wunderbare, auf Englisch heißt das Pinwheel, ich weiß nicht, ob es auf Deutsch dafür einen Namen gibt, das ist im Prinzip auch wie ein Hahntrittmuster, nur dass das wie so kleine Räder ergibt. Das finde ich total schön. Das Ergebnis in dem blau-gelben hier finde ich auch total schön und habe dann hier noch so ein längeres Tweetmuster, wenn man so will, das ich auch sehr gerne mag. Und das alles habe ich auf dem Webrahmen gemacht. Das hat großen Spaß gemacht. Und hat auch sehr gut getan. Und im Moment bin ich total verliebt in meinen Webrahmen, ganz ehrlich. Ich habe tatsächlich auch schon eine Kette geschoren, um einen Stoff zu machen für einen Rock. Ich habe noch Bergschafgarn hier, das ich nicht selber gesponnen habe, das ich geschenkt bekommen habe von einer Freundin aus Österreich, das ich kombinieren möchte mit der braunen Wehenerwolle, die ich euch auch schon mal gezeigt habe, und daraus einen Rock machen. Dafür habe ich schon eine Kette gemacht, das zeige ich, die Kette und so, das zeige ich euch dann auch nochmal, wenn ich daran arbeite. Aber da freue ich mich auch sehr drauf. Das wird noch ein bisschen dauern, weil ich jetzt erstmal noch ein paar Videoprojekte umsetzen möchte. Ich habe tatsächlich schon überlegt, ob ich mir noch einen kleineren Webrahmen für Videoprojekte zulegen soll, weil mein großer Webrahmen dann immer mit so kleinen Ketten besetzt ist, nur um solche Experimente oder Videos zu machen. Dafür schere ich ja keine 80 cm breite Kette. Aber im Moment ist das leider nicht drin, das heißt, das muss noch ein bisschen warten, aber die Idee ist schon sehr schön. Also ich dachte mir einfach ein Ashford in schmaler zu besorgen, weil mir das das Leben dann doch ein bisschen einfacher machen würde. Aber vielleicht nächsten oder übernächsten Monat mal gucken. Aber dann kann ich auch mehr, ja, größere Sachen euch zeigen, die ich für mich mache. Und ich kann Videos machen über solche Musterungen, die ich in dem Moment aber gerade selber gar nicht unbedingt anwende in meinen großen Projekten. Was mich zu der heutigen Themenfrage bringt, tatsächlich, wie geht ihr mit der Fülle an Projektideen oder Projektplänen um?
Das ist ja eine ganz spannende Frage, die auch immer mal wieder hier und da diskutiert wird und Tipps ausgetauscht werden. Und das möchte ich hier jetzt auch einfach mal tun. Ich möchte euch zeigen, was ich mache. Und mich würde brennend interessieren, was ihr macht und wie ihr mit euren Ideen umgeht. Das Ding ist einfach, dass ich hatte jetzt gerade wieder in den letzten Wochen so eine Phase, in der ich sehr inspiriert war. Vielleicht kennt ihr das, dass es manchmal so Phasen gibt, in denen man offener durchs Leben geht und irgendwie mehr aufnimmt und mehr neue Ideen hat und mehr Pläne schmiedet, was man in der Zukunft noch alles so machen möchte. Und das Ding ist, dass man natürlich ja nicht immer alles auf einmal machen kann, weil diese ganzen Handarbeiten, die wir hier betreiben, die brauchen ja Zeit. Und in der Zeit, bis ich ein Projekt fertig habe, habe ich ja schon wieder 10 neue Ideen, was ich gerne noch machen möchte. Ich glaube, das geht vielen von euch so. Bestimmt nicht allen, aber vielen. Und dann ist natürlich immer die andere Frage, wie wir überhaupt arbeiten. Also ich glaube, es gibt eher so Impulsmenschen, die etwas sehen, etwas machen, also einen Garn haben und eine Anleitung sehen und sagen, ja, super, mache ich. Und dann vielleicht so eher zielgerichtete Menschen und vielleicht dann auch was in der Mitte. Ich glaube, ich bin so ein bisschen in der Mitte. Ich arbeite schon sehr gerne zielgerichtet, auch weil ich immer den Eindruck habe, dass mich das insgesamt zufriedener macht, wenn ich mehr Ergebnisse habe, die tatsächlich dem entsprechen, was ich mir insgesamt so wünsche. Und da ist aber auch oft das Problem, dass ich komplett den Überblick verliere, was ich eigentlich mir für Ziele gesetzt habe und was ich so haben möchte. Also mein großes Ziel ist eigentlich schon, eine Garderobe und Accessoires aus handgearbeiteten Materialien zu haben, die ich tatsächlich trage, die mich glücklich machen. Also Teile, die ich liebe und die ich mir tatsächlich auch gewünscht habe und nicht irgendwie, Gott weiß, wie viele Schals, also habe ich, ohne Frage, die ich aber überhaupt nicht anziehe zum Beispiel, weil es auch zu viele Schals sind oder weil sie zu nichts anderem passen, was ich in meiner Garderobe habe. Oder weil ich sie von der Form her nicht gerne trage oder. Natürlich sind das Sachen, die man erstmal herausfinden muss über sich selber, aber ich finde, es sind auch Dinge, über die man sich einfach mal Gedanken machen kann. Und dann eben die Frage, arbeite ich eben darauf hin, meine größeren Ziele zu erreichen oder nicht? Das ist das eine. Das andere ist, aber wie verwalte ich im Prinzip diese Ziele, um zu wissen, worauf ich überhaupt hinarbeite und dann nicht irgendwie so, ich brauche jetzt wieder was zu stricken, da sind wir wieder bei Prozess und Ergebnis und dann einfach irgendwas anzuschlagen, was einem irgendwie zwischen die Nadeln kommt. Und bisher war es bei mir so, dass ich versucht habe, mir alles aufzuschreiben. Ich bin ja da relativ analog in meiner Planung und so. Ich habe mein Bullet Journal, das ist das eine. Dann habe ich dazu noch mein Projektbuch und bisher sind in beide Bücher Ideen eingeflossen. Das heißt, ich habe mir hier vielleicht schon mal Notizen oder Skizzen gemacht. Und ich mache nicht so gerne Skizzen, aber hin und wieder mache ich das, um das vielleicht festzuhalten. Hier aber auch. Jetzt ist natürlich das Ding, wenn man so eine Listenform hat, ist ja mal die Frage, ob man sich später in einem Jahr oder so wirklich noch daran erinnern kann, was die Inspiration dafür war, was wirklich die Idee war, wo man hin wollte. Und ich habe jetzt für mich einen Weg gefunden, einen visuellen Weg gefunden, damit umzugehen und habe mir an meinem Whiteboard so eine, ja, sagen wir, Inspirationswand aufgebaut mit Bildern, die alle irgendwie mich inspiriert haben oder zu meinen Ideen passen von den Sachen, die ich noch haben möchte. Und da gibt's einiges. Und da ist nur ein Teil von vertreten, der tatsächlich auf meiner Liste steht. Das ist aber nicht schlimm, weil die wird noch weiter ausgebaut. Das ist das Schöne. Jetzt habe ich das analog gemacht. Mich würde mal interessieren, inwiefern ihr zum Beispiel auch digitale Möglichkeiten nutzt. Für mich ist das immer ein bisschen schwierig. Ich benutze soziale Medien sehr gerne, um mich inspirieren zu lassen. Aber ich greife nicht mehr unbedingt dann darauf zurück, wenn ich tatsächlich in eine Planung gehe. Wenn ich dann tatsächlich sage, ich mache einen Pullover, dann bin ich auch meistens überfordert. Zum Beispiel auch auf Pinterest oder so. Ich pinne und pinne und pinne und pinne, aber dann wirklich hingehen und dann wieder in das Board schauen und dann gucken, was davon ich vielleicht nehme als Teile, als Designbestandteile oder irgendwie sowas,
schwierig. Eher schon bei den Ravel-Favoriten und in der Queue, ich weiß nicht mehr genau, wie das auf Deutsch heißt, To-Do-Liste bestimmt nicht, aber ne, das ist so eine Liste, wo, mit im Prinzip, wo ihr Sachen festhalten könnt, die ihr gerne noch machen möchtet in Zukunft. Und inspiriert durch eine Freundin, die ihre komplette Queue im Prinzip fast gelöscht hat und Sachen, die sie inspirieren, die sie nicht machen möchte, sondern eher in den Favoriten festhält, habe ich das auch angefangen und habe also ganz viele Projekte da drin, die mir gefallen, die ich vielleicht nicht genau so machen möchte, aber die schon so in die Richtung kommen von dem, was ich machen möchte. Aber auch da habe ich immer das Problem, das ist halt digital und ich brauche was, was ich angucken kann. Und also so eine Gesamtheit und wo ich vielleicht... Und deswegen habe ich mir ganz viele Sachen ausgedruckt und da eben an diese Pinnwand gehängt, weil mich das auch glücklich macht, wenn ich da hingucke. Ganz abgesehen davon, dass dadurch, dass ich alles da... Oder ein Großteil der Bilder, die mir gefallen und die zu den Sachen passen, die ich gerne machen möchte, hingehangen habe, mir aufgefallen ist, ich habe offensichtlich ein Faible für Grau, weil eine Menge von den Sachen sehr gedeckte Farben haben, grau sind oder schwarz, dunkelblau und so. Fand ich sehr interessant. Also auch eine interessante Erkenntnis, die ich sonst so vielleicht nicht gehabt hätte. Zumal die Bilder aus ganz unterschiedlichen Quellen sind. Also wohl Ravelry, Pinterest, aber auch einfach so das World Wide Web, Instagram und so. Also das ist jetzt gerade eine Möglichkeit für mich, die mich sehr glücklich macht, mit meinen Ideen umzugehen und die wirklich visualisiert zu haben, so dass ich auch immer wieder daran erinnert werde und es mir dann auch leichter fällt, irgendwie darauf hinzuarbeiten und wirklich dann sagen, okay, als nächstes, jetzt bin ich hiermit fertig und da hängen diese ganzen wunderbaren Bilder von Zopfmusterpullovern. Jetzt suche ich mir eine Faser, die zum Beispiel zu so einem Pullover passt und fange an, dafür zu spinnen. Oder so. Und das finde ich jetzt für mich eine ganz schöne Möglichkeit. Mich würde aber eben sehr interessieren, wie macht ihr das? Habt ihr überhaupt eine Möglichkeit oder habt ihr regelmäßig das Gefühl, überfordert zu sein von euren eigenen Plänen oder nutzt ihr irgendwelche Projektmanagement-Tools für eure Strickprojekte oder und Spinnprojekte oder Ravelry oder Pinterest oder was auch immer? Oder Instagram hat ja auch eigentlich so eine Speichermöglichkeit für Bilder. Schreibt ihr euch einfach Sachen auf, malt ihr euch alles auf, sagt es mir. Ich bin gespannt. Lasst uns voneinander lernen. Vielleicht sind ja auch so ein paar Tipps dabei, die ich für mich noch nutzen kann. Vielleicht aber vor allem auch Tipps für andere. Jeder ist ja anders und jeder braucht, denke ich, auch andere Medien, um solche Sachen für sich selber umzusetzen. Also ne, ich bin, wie gesagt, was sowas angeht, eher analog veranlagt. Ich nutze aber auch super gerne digitale Medien. Der andere hat vielleicht lieber alles im Computer, vielleicht auch eine Excel-Liste oder so. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt auf eure Kommentare, wie immer. Ich freue mich riesig über euer Feedback. Sende ganz, ganz herzliche Grüße da draußen, nach da draußen in die Welt. Zur Erinnerung nochmal, ihr findet alle Shownotes, alle Links und so weiter unter www.chantimanu.de, in dem Fall /podcast-12/. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Ich schließe damit diese Podcast-Folge ab, bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, bedanke mich bei all meinen Patrons für ihre Unterstützung und wünsche euch ganz viel Spaß bei all euren Spinnereien und bin raus für heute. Bye, bye, eure Shanti. Tschüss!